Kaiserslautern. Polizeieinsatz im Amt. Dieser Hartz-IV-Empfänger ist ausgerastet. Oben im Büro hat er seine Betreuerin mit einem Messer angegriffen. Nach fast 5 Jahren Hartz-IV eskaliert der Streit zwischen Bürgern und Ämtern immer häufiger. In Bonn prügelten Sicherheitsleute auf einen aufmüpfigen Arbeitslosen ein. 100.000 Hartz-IV-Empfänger verklagten im letzten Jahr die Behörde. Wut, Frust und keine Lösung? In Duisburg hatte die Stadt eine Idee. Ein Vermittler zwischen den Fronten muss her. Ein Schlichter zwischen Amt und Bürgern. Das gibt es sonst nirgendwo in Deutschland. Duisburg-Homberg, 6 Uhr am Morgen. Hier wohnen die, denen es ganz gut geht. Ein Familienhaus-Idylle, weit weg von Hartz IV. Dietrich Schoch ist Rentner. Er war mal Regierungsdirektor. Jetzt könnte er eigentlich ausruhen, lange schlafen, das Leben genießen. Aber Dietrich Schoch hat eine Mission und die frisst Zeit. Deshalb muss er früh raus, auch wenn seine Ehefrau Gisela das manchmal ein bisschen nervt. Mein Job kann mein Freund nicht machen. Dietrich Schoch ist der Mann, der in Duisburg die Probleme zwischen Arbeitslosen und Amt lösen soll. Ombudsmann heißt sein Job. Ein Ehrenamt. Unbezahlt. Schoch konnte noch nie wegsehen, wenn es anderen schlecht geht. Katze Kathi war eine dürre Streunerin, als Schoch sie bei sich aufnahm. Aber seit Hartz IV Schochs Lebensinhalt ist, muss sogar Kathi zurückstecken. Das Morgenprogramm berichtet über einen Hartz-IV-Streitfall. Sofort lässt Schoch die Katze allein. Was möchten Sie denn wissen? Ja, also ich bin zurzeit arbeitslos, möchte mich privat am Wochenende weiterbilden in einem Bildungszentrum, das ca. 60 Kilometer von meinem Wohnort entfernt liegt, was ich selber auch bezahle. Das habe ich meiner Arbeitsvermittlerin mitgeteilt, um ihr zu zeigen, okay, ich möchte was tun, um wieder in Beschäftigung zu kommen. Und dann sagte sie mir aber, ich halte mich dann übers Wochenende länger als 8 Stunden außerhalb des Orts- und zeitnahen Bereichs auf und hat gesagt, wenn ich an dem Lehrgang teilnehme, bekomme ich für die Zeit kein Arbeitslosengeld. Sie wollen uns auf den Arm nehmen, oder? Das klingt nach einem Fingerspitzengefühl. Nein, das ist richtig. Ich will sie leider nicht auf den Arm nehmen. Herr Schoch, überrascht Sie dieser Fall? Nein, eigentlich nicht. Ich habe Fälle erlebt, das hätte ich nicht für möglich gehalten, wie da mit Menschen umgegangen wird. Kurz danach ist Schoch schon auf Achse. Er ist mit einem ehemaligen Kollegen vom Sozialamt verabredet, Dieter Metz, inzwischen auch Rentner. Der arbeitet ehrenamtlich für den Verein Gemeinsam gegen Kälte, eine Obdachlosenhilfe. Mit dem Bus geht es quer durch Duisburg. Noch immer sieht man, dass die Schwerindustrie einst die Stadt prägte. Strukturwandel hieß danach das Zauberwort. Doch die Menschen blieben ohne Arbeit. Das spüren Metz und seine Kollegen täglich. Dietrich Schoch wartet schon am Marktplatz von Duisburg-Marxloh. Man kennt ihn inzwischen, weil er als Ombudsmann schon so einigen aus der Patsche helfen konnte. Immer dann, wenn das Amt, die Arge, zu wenig oder gar nicht zahlte. Ja, Wolfgang, du bist ja schön, dass du mal zum Wagen kommst. Ja. Herr Schoch, den kennst du ja jetzt schon. Ja, sehr. Ist ja der Ombudsmann. Ich bin von Gemeinsam gegen Kälte eingeschaltet worden. Darf ich da noch mal nachfragen? Also im Ergebnis bedeutet das, die Arge hat bis zum Schluss Ihnen nicht die Ihnen zustehende Leistung erbracht. Nein. Aber das Sozialamt hat das heute gemacht. Ja. Seit gut einem Jahr ist er nun im Amt. Die meiste Arbeit macht er von zu Hause aus. Nach jedem Gespräch mit unzufriedenen Hartz-IV-Empfängern zieht er sich erstmal hierher in sein Arbeitszimmer zurück und grübelt dann, was ist falsch gelaufen? Was sagt das Gesetz genau dazu? Wie könnte eine Lösung aussehen? Mehr als 200 Beschwerden sind inzwischen über seinen Tisch gegangen. Da ist zum Beispiel Gabriele Mertes. Sie steht noch früher auf als die Schochs. Jeden Morgen um 4 putzt sie für 2 Stunden in einem Büro. Jetzt ist Gabriele Mertes auf dem Heimweg. Wie möchten Sie die Körnerbrötchen nennen? Machen Sie ruhig. Beim Bäcker Brinker kauft sie noch schnell Brötchen. Gleich werden ihr Mann und ihre Tochter aufstehen. Das war's dann, danke. Die Mertes leben im Duisburger Süden. Früher war die Gegend mal richtig wohlhabend. Da gab es noch viele gute Stellen. Das ist vorbei. Hier im Süden der Stadt lebt heute fast jeder Dritte von Hartz IV. Wie die Mertes.
Sonst hast du alles auf dem Tisch, ja? Ja, ein Brötchen noch schneiden. Du kannst hier das Porzellan eigentlich schon mal nehmen, bitte. Ein Brötchen noch schneiden. Machst du das? Gabriele Mertes Ehemann Rainer hatte früher keine Zeit, in der Küche zu helfen. Er war LKW-Fahrer, immer unterwegs, fuhr durch ganz Europa. Dann hatte er einen Unfall, kurz darauf einen Herzinfarkt. Er wurde arbeitslos. Statt draußen auf der Autobahn ist er jetzt meist drinnen, in der kleinen Wohnung. Das größte Zimmer gehört Nadine, der Tochter der Mertes. Nadine liebt Zeichentrickfilme. Am liebsten würde sie die den ganzen Tag sehen. Nadine ist 23. Seit ihrer Geburt ist sie behindert. Seit Rainer Mertes arbeitslos wurde, ist das Geld knapp. Und das bisschen, was durchs Putzen reinkommt, rechnet das Amt gleich wieder auf das Hartzgeld an. So steht es im Gesetz. Was bleibt Ihnen eigentlich übrig von den 400 Euro? Von den 400 Euro bleiben mir 140 Euro über. Also weil ich ja nicht ganz 400 Euro verdiene beim Putzen. Also bleiben mir 140 Euro über und 185 Euro zieht die OAG mehr ab, weil 325 Euro im Monat verdiene ich. Aber ich sag mal, auch wenn ich für so wenig Geld arbeiten gehe, Hauptsache ich arbeite. Das ist für mich wichtig. Ich tue was für mein Geld. Ne? Also, dass ich jetzt hier kein Sozialschmarotzer sein möchte oder sonstiges. Ich versuche ja irgendwas zu machen. Ne? Gabriele Mertes will unbedingt mehr verdienen. Deshalb sucht sie nach einem zweiten 400-Euro-Job. Endlich hat sie Glück. Dieser Imbiss will sie einstellen. Aber dann, beim ersten Probeputzen, geht ihre Betreuerin vom Arbeitsamt dazwischen. Arbeitsverhinderung statt Arbeitsvermittlung nennt man das wohl. Ich habe hier Probe abgearbeitet, eine Stunde lang, weil ich gerne einen zweiten 400-Euro-Job haben wollte. Und auf rein zufällig ist meine Fallmanagerin hier reingekommen während dieser Stunde und hat mich bezichtigt der Schwarzarbeit. Sie hat mich mit einer Anzeige bedroht beim Arbeitsamt mit Kürzungen des Geldes. Und dann bin ich halt zur AG hin, ne, und habe den Ombudsmann eingeschaltet. Und so wird aus Gabriele Mertes ein Fall für Dietrich Schoch. Der schreibt dem Amt, weist darauf hin, dass das Verhalten der Fallmanagerin gegen das Recht verstößt. Will ein Ämtler mit einem Arbeitslosen sprechen, so muss er das im Amt tun. Nicht in aller Öffentlichkeit, im Imbiss. Er hat Erfolg. Das Hartzgeld der Mertes wird erstmal nicht gekürzt. Aber aus dem Zusatzjob im Imbiss ist auch nichts geworden. Das Geld bleibt knapp. Der Einkaufswagen fast leer, wie immer am Ende des Monats. Was bleibt Ihnen denn so im Monat für Lebensmittel? Für Lebensmittel, so im Großen und Ganzen, sage ich mal, 500, 600 Euro für drei Personen, circa. Da muss man schon immer rechnen, was man kocht, sage ich jetzt mal. Weil Lebensmittelpreise sind ja auch nicht gerade billig. Was kochen Sie zum Beispiel nie? Was ich nie koche? Boah, das ist immer schwer. Ich sage jetzt mal so Rinderbraten, Rouladen. Ne, das sind halt so Sachen, was man sich nicht immer über Sauerbraten, was dann richtig ins Geld reinreißt. Ne? Also da muss ich doch schon gucken, dass ich so ein bisschen Geld wegtue, dass ich das dann halt ne, mal zusammenkriege, dass man das ein, zweimal im Jahr, dass man das dann essen kann. Sechs Wochen später. Dietrich Schoch ist auf dem Weg in den Duisburger Süden. Gabriele Mertes hat um ein Gespräch gebeten, bei Birgit im Bütchen, dem Treffpunkt im Viertel. Diesmal geht es um Nadine, die Tochter der Mertes. Das Amt meint, dass Nadine erwerbsfähig ist. Schoch empfiehlt, die Mertes soll noch einmal mit dem Amt reden, erklären, dass Nadine wegen ihrer Behinderung nicht arbeiten kann. Sie müssen die Konflikte der Arge nicht lösen. Haben Sie das bei der Arge der Mitarbeiterin gesagt? Das kann ich dir nicht sagen. Ich komme ja mit der Frau nicht klar, mit meiner Fallmanagerin. Das ist das Problem. Alles, was da vorher gewesen ist, entschuldigt hat die sich immer noch nicht? Nein, überhaupt nicht. Es ist weder was gekommen über Anwalt noch über Sie, ne, wo Sie den Kontakt zu ihr gesucht haben. Schauen wir mal. Lassen Sie sich nur nicht nervös machen. Dietrich Schoch weiß, dass Nadine keine reguläre Arbeit machen kann. Also schreibt er den nächsten Brief ans Amt. Am Abend in der Fußgängerzone. Auch hier Hartz IV, die Montagsdemo. Dietrich Schoch ist heute dabei. Dennoch kennt ihn nicht jeder der Duisburger Arbeitslosen. Sie wissen vielleicht, dass ich Ombudsmann bei der Arge bin. Ich bin da sehr von angetan, wenn viele
meinen Rat und meine Hilfe in Anspruch nehmen und machen so davon Gebrauch. Einen schönen Abend wünsche ich. Ich bin schon den ganzen Nachmittag unterwegs und werde jetzt an mein heimisches Herz zurückkehren. Schönen Abend. Dietrich Schoch findet, dass er von Anfang an viel Glück im Leben hatte. Sein Vater war Arzt. Schoch ist wohlbehütet aufgewachsen. Er hat früh die richtige Frau gefunden, immer einen guten Beruf gehabt. Ein Leben ganz ohne Not, sagt er. Wenn man so viel Glück gehabt hat, muss man das auch ein bisschen abtragen. Aber ich tue das auch, weil ich denke, wenn ich mit Leuten helfen kann, das gibt einem selbst ja auch wieder was zurück. Meine kleinen grauen Zellen rosten nicht ein nach der Pensionierung und ich kann Leuten helfen. Ich würde mir manchmal wünschen, wenn ich das noch sagen darf, dass die Wirkung, die ich bei der ARGE erziele, noch ein bisschen größer ist. Bei Gabriele Mertes hat seine Arbeit Wirkung gezeigt. Sie hat die Seiten gewechselt. In der Bäckerei, in der sie morgens immer einkauft, hat sie endlich den erhofften Zusatzjob gefunden. Und dank Schoch ist sie sich sicher, dass das Amt ihr diesmal nicht alles wieder verderben wird. Woher können Sie denn sowas? Das habe ich mir vom Zuschauen angeeignet, sage ich jetzt mal mehr oder weniger. Weil ich bin ja gelernte Fleischereifachverkäuferin und habe ja mit der Bäckereibranche eigentlich gar nichts zu tun. Hatte aber schon mal 5 Jahre drin gearbeitet und dann zwischendurch in der Backstube geholfen. Da habe ich mir das dann halt zum Zugucken angeeignet, sage ich jetzt mal. Und da habe ich super Kolleginnen, die mir das heute Morgen noch mal gezeigt haben, wie es funktioniert. Und macht einfach Spaß. Es bleibt die Sorge um Nadine. Hallo, mein Schatz. Seit 4 Jahren ist sie hier in der Behindertenwerkstatt. Es gefällt ihr gut dort. Hi. Na, wie war der Tag? Super. Ja? Ja. Die ARGE aber hält die behinderte Nadine für erwerbsfähig. Nur damit wäre Nadine völlig überfordert. Die Eltern wissen das und wollen, dass Nadine vom Sozialamt betreut wird. Es geschafft, endlich. Wie immer. Und wie war's? Klasse. Ja, wie immer, ne? Ja. Super. Passt rein. Ja, gut. Dietrich Schoch hat in Sachen Nadine alles versucht, sich mit den zuständigen Ämtern auseinandergesetzt, die Gesetzeslage geklärt. Mit Erfolg, wie er seit heute weiß. Nadine ist inzwischen schon wieder weit weg, in Afrika, beim König der Löwen. Sie kann jede Rolle mitsprechen. Simba, du hast mich zutiefst enttäuscht. Ich weiß. Du könntest tot sein. Du gehorchst mir nicht und das mit Absicht. Und noch dazu hast du Nala in Gefahr gebracht. Also Nadine kriegt auf jeden Fall übergangslos dieses Geld, oder? Ja, kann das so kommen die gleichen Leistungen weiter, nur dann vom Sozialamt. Schoch hat immerhin in recht kurzer Zeit erreicht, dass Nadine jetzt vom Sozialamt betreut wird. Dass man da ewig auf Geld warten muss, haben sie beim Sozialamt nicht. Mir hat also schon jemand von der Freien Wohlfahrtspflege gesagt, wir sehen uns nach Zeiten zurück, wo das Sozialamt für unsere Klienten zuständig war. Da werden Leistungen sofort erbracht, wenn es nötig ist. Damit heben die sich positiv von der ARGE ab. Der Fall ist erledigt. Die Mertes sind zufrieden. Jeder zweite Bescheid vom Amt, der bei Dietrich Schoch landet, sagt er, sei nachweislich falsch. Und der Rest sei falsch verstanden worden. Herr Schoch, was machen Sie eigentlich, wenn die ARGE recht hat mit Ihren Bescheiden? Dann erkläre ich dem Bürger quasi als Übersetzer, was dort in Verwaltungssprache geregelt ist. Und sage ihm, das ist richtig so. Rufen Sie auch schon mal die Fallmanager direkt an? Häufig, vielfach erreiche ich die nicht. Wenn ich aber jemanden erreiche, dann ist meist bei einem so kurzen Gespräch eine Klärung möglich und die Sache ist erledigt. Am Abend geht Gabriele Mertes erleichtert nochmal zu Birgit ins Bütchen. Hier kommen die zusammen, die sich auskennen. Mit der Arbeitslosigkeit, mit Hartz IV, mit dem Amt.
Ach, du hast ja einen Teddybär gekriegt, Leute. Hier, Regina-Straße, Schloss-Straße. Merke ich jetzt erzählen, ist genauso. Das ist die Schlimmste. Ich sag ja, wenn die Wahl vorbei ist im September, hören Sie mal. Ja. Wird dazu belustigt gemacht. Ist das eigentlich so ein Thema, arge Arbeitslosigkeit ja, und so? Ja, ja, sprechen wir hier viel mit den Leuten, muss ich ehrlich sagen. Hier kommen ja auch viele hin, die von der Arge leben. Genau, und von der sprechen wir oft drum. Und immer gefällt uns das auch nicht so richtig, ne? Was die uns dann immer so erzählen. Ne? Was hören Sie denn da so immer? Ja, was hören wir denn da, wie die Leute behandelt werden? Wie der letzte Dreck, sagen ja, genau, die immer, ne? Wie der letzte Dreck. Ja. Und dann geben sie da Anträge ab und dann sagen sie, anderen Tag kommen sie hin, sind die Anträge weg. Habe ich doch gerade eben erzählt, da ja, sind sie verlegt. Genau. Ich bin nicht dafür zuständig. Nur sowas hören ja, wir. Also nichts mehr anderes. Also das weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Früher hatten sie hier noch andere Themen. Da ging es um Krupp, um Thyssen, um Überstunden und Urlaubsgeld. Seit die Arbeit diese Gegend verlassen hat, leben viele vom Amt und mit dem Amt. Klar, dass es da oft Ärger gibt. Per Schnurpost schickt die Nachbarin jeden Mittag die ausgelesene Zeitung runter in die Wohnung von Hans-Wilhelm Born. Er ist eines von Schochs Sorgenkindern. Seit Jahren zieht sich sein Streit mit dem Amt hin. Born ist krank, wiegt 275 Kilogramm. Er hat lange gesucht, um eine Wohnung zu finden, in der er allein zurechtkommt. Das Amt will, dass er umzieht. Borns Wohnung hat 60 Quadratmeter. 15 zu viel, sagt das Amt. Die muss Born seit Jahren selbst bezahlen. Zum Leben hat er noch 180 Euro im Monat. Wie kann man denn mit diesen 180 Euro leben, die Ihnen da so übrig bleiben? Kann man widmen zum Lebenskünstler oder was, ich weiß es nicht. Wenn ich meine Geschwister nicht hätte und Bekannte, könnte ich das gar nicht schaffen. Dietrich Schoch weiß, dass das Sozialgesetz Menschen wie Hans-Wilhelm Born besonders schützt. Born ist krank, ein Härtefall. Warum greift das Amt gerade bei ihm so rigide durch? Das schreibt Schoch dem Amt und hofft, dass es hilft. Der nächste Fall am Telefon. Schoch. Das Amt hat nur noch eine zentrale Nummer, die Hotline. Und die ist ständig besetzt. Schoch ist fast immer erreichbar. Trotzdem müssen die Leute eigentlich erst mit dem Amt reden und dann ja, erst mit ihm. Wenden Sie sich doch bitte an die Hotline. Wenn es ganz schlimm kommt, dann könnten Sie mich noch mal anrufen. Wiederhören. Jetzt habe ich ein bisschen schlechtes Gewissen. Verweist ihr auf die Hotline. Und das ist sehr schwer, Termin zu kriegen und wenn man überhaupt durchkommt, hat man schon jede Menge Gebühren am Hals. Philipp ist gerade ein Jahr alt geworden. Schoch ist gerne Großvater. Hi, kommst du zu mir? Eigentlich wäre es schön, wenn er mehr Zeit hätte für Philipp, für seine Töchter, für Enkelin Maximiliane. Aber er hat nun mal sein Ehrenamt. Ich habe eigentlich gar kein richtiges Hobby. Dürft man das mal streicheln? Hallo, ja. Guten Tag. Ja. Nur wenn die Familie lange bittet, lässt Schoch seine Hartz-IV-Fälle für ein paar Stunden ruhen. Wir gehen oft spazieren. Ich muss ihn mal ausführen, da sonst, wenn er den ganzen Tag da oben in seinem Büro ist, dann ist das ein bisschen, ist das nicht so gesund. Und da müssen wir mal raus. Und leistet er einen Widerstand? Nein. Oder nicht ab? Wenn er Zeit hat, geht nicht er gerne mehr mit. Sind Sie denn so an seiner ehrenamtlichen Tätigkeit interessiert oder reicht Ihnen sozusagen das? Mir reicht der grobe Umriss. Sonst dreht sich nämlich alles nur um diese Geschichten. Und ich denke, das muss nicht sein. Das wäre mir dann zu viel. Im gewissen Umfang tut man für sich selbst auch was. Ich denke, man darf das nicht so hochhängen, als würde man was ganz Tolles machen. Und es kommt hinzu, der Staat zahlt mir eine schöne Pension. Und jetzt Leuten ein bisschen beizustehen, die nicht so viel Glück gehabt haben im Leben, finde ich einfach eine gute und wichtige und notwendige Sache. Der nächste Tag, der nächste Beschwerdefall. Ein Arbeitslosenverein hat Schoch um Hilfe gebeten. Wieder berät er, versucht die Schreiben des Amtes zu entschlüsseln. Nur so eine Anhäufung von Zahlen, aber das steht überhaupt nicht drin.
Wieso nur so wenig kosten? Hierher kommen auch Leute, die vor Hartz IV einmal Mittelschicht waren. Jetzt sind sie abgestürzt. Hans-Jürgen Dietrich hat Mathematik studiert, viel Geld als Informatiker verdient. Können Sie sich dann an Ihr letztes Gehalt erinnern? Wann war das? Das letzte Gehalt war 4.600 Euro. Das war so bis 2001 dann. Und dann... Und jetzt kam an dieser Zeit nichts mehr so richtig. Was bekommen Sie denn jetzt zum Beispiel von der AGE? Von der AGE bekomme ich jetzt mittlerweile nur noch 455 Euro. Und man wird immer bedroht, dass die einen die Leistung ganz kürzen wollen oder so. Den rufen Sie an. Können Sie einen Gruß von mir bestellen? Schreiben Sie mal meinen Namen auf. Und der möchte sich der Sache annehmen. Jede Woche kommt eine Bescheinigung. Das ist auch eine Krankheit von uns. Lesen, ja, und dann Stress. Lesen und Stress. Das ist sagenhaft. Die schicken ständig Bescheide raus. Die sind alle, unheimlich viele sind überflüssig. Die Arge beruft sich dann noch darauf, dass sie so furchtbar viel zu tun hat, weil sie dauernd Bescheide rausschickt. Aber die meisten sind überflüssig. Und das ist das Amt in Duisburg. Arge heißt es im Fachjargon. Seit 4 Jahren gilt Hartz IV. Und seitdem scheint hier vieles schief zu laufen. 750 Ämtler arbeiten hier. Viele mussten erst angelernt werden, waren vorher in anderen Behörden, in anderen Branchen. Fast die Hälfte hat nur einen Zeitvertrag. Außerdem ist das Hartz-Gesetz hochkompliziert und wird ständig geändert. 34 Mal bisher. Die Folge? Die Mitarbeiter seien im Dauerstress und total überfordert, berichtet eine ehemalige Fallmanagerin, die nicht erkannt werden möchte. Die Leute sind befristet eingestellt. Entweder befristet eingestellt, es sind Angestellte, es sind Beamte dabei. Die befristet eingestellt sind, werden im Crashkurs geschult. Die Kollegen, die fest eingestellt sind, haben Überstunden angehäuft ohne Ende, um die auszubilden, die neuen Mitarbeiter. Ja, und dann gehen die wieder weg und dann kommen wieder neue dazu. Nach einem Jahr Hartz-IV-Beratung fasst Dietrich Schoch einen Entschluss. So geht es nicht weiter. Weil die Ämtler mit sich und dem Gesetz zu kämpfen haben, landen bei ihm die immer gleichen Beschwerden. Akten verschwinden, das Hartz-IV-Geld wird falsch berechnet, die Schreiben vom Amt sind unverständlich. Es muss sich was ändern. Er informiert die Medien. Dennoch, der Alltag geht weiter und Schoch zu seinen Sprechstunden. Bei denen dürfen wir allerdings nicht dabei sein. Die Ämter verweigern eine Drehgenehmigung. Vielleicht auch deshalb, weil hinter den Kulissen bereits ein heftiger Streit brodelt. Dietrich Schoch wird plötzlich selbst zum Streitfall. Er, der von außen auf Probleme aufmerksam machen wollte, soll auf einmal selbst das Problem sein. Die Leitung des Amtes verkündet einen Maulkorb für den Ombudsmann. Aus Sicht des Amtes ist Schoch ein Mitarbeiter, auch wenn er seine Arbeit freiwillig und unbezahlt macht. Der Geschäftsführer der Arge Duisburg, Norbert Maul, sagt, auch ein Ehrenämtler muss die Regeln der Behörde befolgen, darf Kritik nicht öffentlich äußern. Es gibt in Großorganisationen Geflogenheiten, das gilt für jede Behörde, für jedes Industrieunternehmen, dass ein Mensch die Institution nach außen vertritt, das ist zum Beispiel bei der AGE der Geschäftsführer, oder jemand, den er benennt. Das heißt, es kann nicht sein, dass von meinen 750 Mitarbeitern jeder munter Interviews gibt, sondern das wird über mich gesteuert und da gab es auch mit Herrn Schoch eine Absprache zum Thema. Das sind grundsätzliche Regelungen, die man einzuhalten hat. Das heißt also, hier gibt es mich für die Außenvertretung, es gibt jemand im Hause, der verantwortlich ist für Pressearbeit. Und das gilt für alle Bereiche, das ist keine Sonderregelung oder Lex Schoch, sondern das gilt für 750 Mitarbeiter des Hauses. Soweit also zum Redeverbot. Und zur inhaltlichen Kritik? Bislang hatte das Amt immer gesagt, die Probleme seien bedauerliche Einzelfälle. Heute klingt das schon anders. Ich kämpfe hier aber auch noch mit einigen organisatorischen Rahmenbedingungen. Also wir haben immer noch nicht das Personal an Bord, die Betreuungsschlüssel noch nicht. Da hinken wir leider Gottes ein wenig hinterher. Dietrich Schoch hat nachgedacht und beschlossen, sich von dem Redeverbot nicht beugen zu lassen. Damals, als er begonnen hatte, hieß es im Ratsbeschluss, er solle unabhängig arbeiten. Von einem Kritikverbot war nie die Rede. Ich habe das ursprünglich ernst genommen
heute habe ich den Eindruck, ich soll da nur schmückendes Beiwerk sein. Nachdem ich aber sie offenbar nicht schmücke, gibt es halt jetzt Ärger. Inzwischen ist der Fall Schoch hier gelandet, im Duisburger Rathaus. Hier regiert eine schwarz-grüne Koalition, die stützt die Geschäftsleitung des Amtes. Das Redeverbot für Dietrich Schoch bleibt offiziell bestehen. Dietrich Schoch war 40 Jahre lang Beamter. Immer hat er sich aus politischen Streitigkeiten herausgehalten, war stets loyal. Aber jetzt ist er Ehrenämtler und keinem Dienstherrn mehr unterworfen. Er sei kein Gratis-Mitarbeiter des Amtes, sagt Schoch. Er will die Missstände jetzt erst recht ansprechen. Ich stelle Dinge fest, die mir Bürger sagen, die mir Wohlfahrtsverbände sagen, die mir auf allen möglichen Ebenen auch von politischen Parteien mitgeteilt werden. Ich habe mich bisher jeder Wertung enthalten. Davon möchte ich jetzt Abstand nehmen, dass die Politik diese Dinge ignoriert und mir einen Maulkorb umhängt, hat mit meinem Demokratieverständnis und auch mit dem, was ich in einem langen Beamtenleben, auch in Kommunalaufsicht, in ehrenamtlicher Tätigkeit erlebt habe, nichts zu tun. Während das Amt überlegt, wie es mit Dietrich Schoch umzugehen hat, wartet im Duisburger Süden Jürgen Wendorf auf einen Brief von seiner Fallmanagerin. Herr Wendorf, ist Post von der AG drin? Nein, es ist nichts gekommen. Es ist leer. Jürgen Wendorf lebt seit 3 Jahren mit Anja und ihren beiden Töchtern zusammen. Weil er aber seiner Ex-Frau und den Kindern Unterhalt zahlen muss, bleibt von seinem Gehalt für die 4 in seiner neuen Familie fast nichts mehr übrig. Sie haben weniger als das Existenzminimum. Die Wendorfs baten das Amt um Hilfe. Und damit begann der unfassbare Teil ihrer Geschichte. Jürgen Wendorf hat einen gut bezahlten Job bei Thyssen. Das Amt verlangt aber, dass er diesen kündigt, um bei einer Zeitarbeitsfirma anzuheuern. Wieso das die Probleme der Familie lösen soll, erklärt das Amt nicht. Also entweder verstehen die mich da nicht, wenn ich denen die Sachlage da erzähle. Da muss ich zum Beratungstermin gehen. Das hatte ich auch nicht verstanden. Da bin ich dann da hingegangen und da hat er mir erzählt, ich soll jetzt Bewerbung schreiben, ich soll mich für einen anderen Job bewerben. Den haben mir dann, mittlerweile haben sie mir von meinem Ausbildungsberuf, ich habe damals mal Dreher gelernt, haben sie mir also ein Jobangebot geschickt, da soll ich mich hinbewerben bei so einer Zeitfirma. Also ich denke nicht, dass ich bei so einer Zeitfirma mehr verdienen kann, weil ich kenne dort die Stundenlöhne, die liegen ungefähr bei 7,25 Euro. Ich habe bei ThyssenKrupp einen Stundenlohn von ungefähr 17 Euro. Also ich denke nicht, dass man da mehr verdienen könnte. Ja, faktisch ist jetzt nur mal, ich weiß jetzt im Moment nicht weiter. Mir ist das so vollkommen, also wenn die irgendwie selber keine Ahnung haben, weil die haben sich auch widersprochen, dann musste man zum anderen Mitarbeiter oder zur anderen AG-Stelle, zur Wittgenstraße zum Beispiel, und der hat genau das Gegenteil gemacht, was der Mitarbeiter davor halt gesagt hat. So, also wir haben dann auch telefoniert mit der AG, so, und hat dann nochmal bestätigt, dass das nicht so ist, wie der gemacht hat. Dann sind wir wieder hin und der hat immer wieder gesagt, nein, Herr Wendorf muss sich arbeitssuchend melden und ich weiß auch nicht. Seit 4 Monaten schickt das Amt die Wendorfs nun schon von einem Mitarbeiter zum anderen. Immer wieder hören sie andere Erklärungen. Eine Lösung hat aber niemand. Seit 4 Monaten lebt die Familie mit viel zu wenig Geld. Warum das so ist, kann selbst die Pressesprecherin des Amtes nicht erklären. Das kann ich mir jetzt als solches nicht erklären, aber weil wir hier die Informationen weitergegeben haben, wenn, dann geht es nur so, dass sie entweder einen höher dotierten Job bekommen oder eben einen Nebenjob anfangen. Deshalb kann ich mir das nicht so ganz erklären. Ja, guten Tag. Mein Name ist Schoch. Ich bin der Ombudsmann, der hier für Hartz IV zuständig ist. Und ja, ich habe gehört, Sie brauchen Hilfe. Und ja, hier bin ich. Die Familie braucht Geld zum Leben. Akute Notlage nennt das Gesetz das. In diesem Fall darf das Amt die Zahlung auf keinen Fall verzögern. Das Amt hätte den Wendorf sofort Geld überweisen müssen. Schon auf deinem Konto sein, weil das geht ja alles auf dein Konto. Und mein Ordner wird auch immer voller.
Da muss ich langsam schon wieder einen neuen anlegen. Wenn jemand hilfebedürftig ist, muss notfalls sofort geleistet werden. Das ist der übliche Standard bei Sozialämtern. Und Hartz IV ist ja die Sozialhilfe im Bereich von Arbeitsfähigkeit bei der AGE. Und das ist für mich schon etwas, was ich im 50-jährigen Leben mit Verwaltung in allen möglichen Funktionen noch so nicht erlebt habe. Sofort schreibt Schoch einen Brief ans Amt. Und tatsächlich, nur ein paar Tage später. Und, haben Sie Geld von der AGE drauf? Ja. Boah, ja, ich habe ja wirklich AGE Duisburg. 20 Steine fallen so vom Herzen runter. Ist unglaublich. Ist ja, gerettet. Gerettet. Ein Brief und der Fall Wendorf ist erledigt. Ohne Schoch wäre ihre Akte wohl hier gelandet, am Sozialgericht in Duisburg. Die größte Sozialreform der deutschen Geschichte sollte Arbeit schaffen. Zumindest an den Sozialgerichten hat das geklappt. Ist Ihre Arbeit in den letzten Jahren mehr geworden? Es ist im letzten Jahr alleine schon eine große Menge gestiegen. Und zwar um 25%. Über ein Jahr dauert ein Widerspruchsverfahren im Schnitt. In jedem zweiten Fall entscheiden die Richter für die Arbeitslosen. Schon längst schaffen es die Richter nicht mehr, gegen die Aktenberge anzuurteilen. Hartz IV hat sowohl Ämtlern als auch Arbeitslosen das Leben erschwert, sagen sie hier. Das war ein ganz schwerer Schnitt für viele, sowohl was die Zumutbarkeit von aufzunehmenden Tätigkeiten betrifft, als auch was die Transparenz, die man auf einmal bieten muss als Bürger, betrifft. Das war in den vorherigen Leistungssystemen, insbesondere der Arbeitslosenhilfe, nicht so der Fall. Das andere ist, glaube ich, die schlechte personelle Ausstattung der Leistungsträger, also der AGES, die sowohl in qualitativer als auch in quantitativer Hinsicht besser ausgestattet sein müssten beim Personal. Okay. Yes, I can. Eigentlich hätte Dietrich Schoch nun wirklich Feierabend. Aber gerade hat er die Nachricht bekommen, dass schon die ersten Politiker fordern, er soll sein Ehrenamt aufgeben, weil er weiter das Redeverbot ignoriere. Frau Schoch, wie finden Sie das, dass Ihr Mann also ständig Ärger hat wegen der AGE? Ja, wahrscheinlich hat er zu wenig Ärger mit mir. Ich bin aber ständig überrascht. Also ja. Sachen, die ich da erlebe, habe ich in 50 Jahren noch nicht erlebt. Siehst du, deswegen hat sich das schon gelohnt. Also auch beim Kegeln nur ein Thema, Hartz IV. Es ist schade und macht auch irgendwo traurig, dass einer sich so engagiert für so eine Sache und dann nicht den Erfolg hat, den eigentlich die meisten ihm wünschen. Das ärgert auch die Bevölkerung und die wissen alle, die stehen fast alle hinter ihm, weil alle die Zeitungsberichte gelesen haben und reden überall drüber. Ach, das ist der Herr Schoch, der Ombudsmann, der sich für die Leute einsetzt und das finde ich eigentlich ganz toll, dass die Leute hinter ihm stehen. Ich finde es einfach unmöglich, wenn jemand sich ehrenamtlich so engagiert, dass man dem so viel schlimme Sachen eigentlich nachsagt und auch unterstellt. Denn für mich ist das auch eine Unterstellung, wenn man da jemandem sagt, nö, dann wollen wir dich nicht. Ich habe ihn auch schon gefragt, hast du das eigentlich nötig? Aber auf der anderen Seite kann ich auch nur immer wieder sagen, mach weiter, lasse nicht in Ruhe, da muss etwas geschehen. Und Dietrich Schoch macht weiter. Sogar bei seinem größten Sorgenkind hat der Einspruch Erfolg. Hans-Wilhelm Born hat für die letzten 3 Jahre 5.000 Euro Mietnachzahlung vom Amt bekommen. Das hört sich ja gut an. Besser als beim letzten Mal. Kleine Probleme, aber das regeln wir. Kleine Probleme, die gucken wir uns an. Ja, das ist die Post von der AGE. Mit einem ganzen Haufen Bescheide. Gucken Sie sich das bitte mal an. Richtig schöner Haufen. Ja, was ich hier so auf den ersten Blick sehe, ist, dass die Miete und die Betriebskosten voll anerkannt haben. Und zwar für Jahre rückwirkend. Aber merkwürdig finde ich, dass die jetzt für den Zeitraum
vom 1.2.2009 bis 31.07.2009 wieder den alten Betrag genommen haben. Ist kein Grund ersichtlich, warum die jetzt auf einmal auf den alten Betrag zurückfallen, wo sie gerade jetzt für mehrere Jahre die Kosten als angemessen anerkannt haben. Kann das wer versehen, Herr Schoch? Solche Fragen kann ich nicht beantworten. Das ist ein undurchsichtiges System der Arge. Die Bescheide sind alle nicht aussagekräftig. Also ab Februar müssen Sie wieder die 150 Euro dazusteuern. Richtig, habe ich diesen Monat schon. Nach diesem Bescheid. Das bedeutet, ich bin immer noch nicht arbeitslos. Ich werde mich jetzt an meinem PC setzen und werde der Arge schreiben, Sie möchten die Entscheidung ab 1.2.2009 überprüfen. Und Sie müssten aber, damit der nicht bestandskräftig wird, der Bescheid, Widerspruch einlegen. Dann sollten Sie auch den entweder mit Einschreiben, mit Rückschein schicken oder aber hingehen und sich auf den Durchschlag den Empfang bestätigen. Nach allem, was mir die Bürger erzählen, kommen sehr viele Schreiben überhaupt nicht an oder verschwinden irgendwo in einem Bermuda-Dreieck bei der Arge. Haben Sie auch schon erlebt. Zwei Wochen später steht fest, das Amt korrigiert sich noch einmal. Hans-Wilhelm Born darf in der Wohnung bleiben und bekommt auf Dauer die ganze Miete bezahlt. Gegen sie gewinnt Schoch nie. Das wird schwer. Seine Enkelin ist ihm in der Cyberwelt haushoch überlegen. Es war eine schlechte Woche. Der Druck gegen ihn wird stärker. Seine Familie gibt sich Mühe, ihn abzulenken. Alle sind da. Das sieht aber eher nach Pilzen aus als nach Hörn, aber egal. Aber wo Schoch ist, ist auch sein Lebensthema Hartz IV. Und das schon seit über einem Jahr. Was meinen Sie, warum Ihr Vater diesen Tort mit dem Ehrenamt noch antut? Er könnte es sich doch jetzt eigentlich ganz bequem machen. Ich denke, das ist eine Fortsetzung dessen, was er sein Leben lang gemacht hat. Die Sachen, die ihm wichtig waren, die hat er mit Ziel verfolgt und passt in seinen Lebenslauf genau hinein, denke ich. Also das Interesse für Menschen, die das selber nicht für sich wahrnehmen können, einfach die als Anwalt mit zu vertreten. Würden Sie Ihrem Vater raten, hör doch auf. Also letztlich muss er das für sich selber entscheiden. Da, wo er selber das Gefühl hat, ich kann mich engagieren und ich tue das auch noch mit einem Sinn. Und es könnte auch sein, dass sagen, dabei was Positives rumkommt. Solange würde ich ihm raten, es auch noch weiterzumachen. Aber letztlich muss er das für sich selber entscheiden, wie viel er auch da ertragen kann und will. Denn man steht ja eben schon auch in der Öffentlichkeit. Also es vergeht ja jetzt keine Woche, wo das nicht in den Schlagzeilen ist. Und da muss man eben manches auch vielleicht mal über sich lesen, was man sich nicht unbedingt antun muss. Alle guten Gaben, alles, was wir haben, kommt, oh Gott, von dir. Dank sei dir dafür. Amen. Guten Appetit. Wenn Sie so den Charakter Ihres Schwiegervaters mit so drei Attributen zusammenfassen würden, was würden Sie zum Beispiel sagen? Gesetzestreu, sozial engagiert und mit Humor. Und Sie? Ja, ich würde sagen, korrekt. Unnachgiebig der Sache wegen und hartnäckig. Jetzt schon ein bisschen die Frage, was du machst, wenn der Druck größer wird, dafür, dass du es ehrenamtlich tust, ist es ja eine Menge, was du aushältst. Die Frage, wie lange du dazu bereit bist. Ich finde es ja gut, wenn du dran bliebst, aber der Druck ist schon groß. Ich habe in Physik gelernt, es gibt zwei Möglichkeiten, mit Druck umzugehen. Man gibt ihn nach oder man leistet Widerstand, der dann das gleiche Ausmaß haben muss wie der Druck selbst. Ich habe mich für die zweite Möglichkeit des
Gegendrucks entschieden. Mal gucken, was draus wird. Druck und Gegendruck? Wie lange hält Dietrich Schoch das noch durch? Er weiß, dass das Amt ihn loswerden will. Aber kann man als Ehrenämtler überhaupt rausgeworfen werden? Dann wird Schoch plötzlich in die Zentrale des Amtes bestellt. Im 6. Stock, in der Chefetage, empfängt ihn der Geschäftsführer Norbert Maul. Seit langem hat er jetzt schon nicht mehr mit Schoch gesprochen. Gibt es heute endlich eine Einigung? Herr Schoch, Sie sehen so verärgert aus. Was ist denn da drinnen passiert? Der Geschäftsführer hat mir eröffnet, dass er 2 weitere Ombudsmänner einstellen will. Das für Arbeitserleichterung, wäre das schlimm? Eigentlich nicht, aber er will die Koordination übernehmen und wir sollen nur noch die Sprechstunden machen. Und das bedeutet, dass die Unabhängigkeit weg ist, weil er die Dinge jetzt steuert. Und das ist nicht die Aufgabe eines Ombudsmannes und das mache ich nicht mit. Er wollte kein Befehlsempfänger des Amtes sein. Also legt er sein Ehrenamt nieder. Für viele Duisburger ist der Schuldige in der ganzen Geschichte Geschäftsführer Norbert Maul, der offenbar keinen sprechenden, sondern nur einen schweigenden Ombudsmann wollte. Er versucht jetzt Schadensbegrenzung, lobt plötzlich Schochs Arbeit. Wir haben über den Daumen etwa in 50% der Fälle, die Herr Schoch aufgegriffen hat, unsere Entscheidung überprüfen müssen, also auch korrigieren müssen. Das sehen wir sehr selbstkritisch. Also insoweit ist es eine ganz wichtige Einrichtung, deswegen behalten wir sie ja auch bei. Wir haben nie die Institution angezweifelt. Ich werde ja zum Teil auch persönlich eingegriffen, was aber, glaube ich, in der Sache aus meiner Sicht nicht gerechtfertigt ist. Es war eine gute Idee, die die Stadt Duisburg hatte. Schoch sollte zwischen Arbeitslosen und Ämtern vermitteln. Er war unabhängig und erfolgreich. Und genau das passte so manchem offenbar nicht. Tja, anstatt Ombudsmann zu sein, bin ich jetzt als Tourist wieder hier. Hat aber auch was. Was empfinden Sie denn eigentlich so nach diesen 1,5 Jahren und dem Schlussstrich? Ich bin traurig. Traurig, dass es nicht geklappt hat, dass die Sache gescheitert ist und ich damit ein Stück mit gescheitert bin. Und damit endet die Geschichte vom ersten Hartz-IV-Ombudsmann in Deutschland. Die Geschichte des Ehrenämtlers Dietrich Schoch allerdings, die geht weiter. Er weiß jetzt, wie groß die Probleme vieler Menschen hier in Duisburg sind. Schoch will auch in Zukunft Hartz-IV-Empfänger beraten, bei den Wohlfahrtsverbänden. Wann sein Pensionärsleben beginnt, das will er selbst entscheiden. Vom Amt jedenfalls lässt er sich nicht in den Ruhestand schicken.